So, welcome zu noch einer Edition von East TV. Wir chillen jetzt hier mal seine Shandy in einem Cabrio. Das also ist kein Ruf hier, wenn ihr checken könnt. Ich sitze neben den Main Man Vandy, den Skabrippe Champion, New School Champion 2009. Temprichofer, okay. Und wir gehen jetzt einen kleinen Turn rein bei der Waterfront. Nicht um zu checken, ob das. Wie heißt der Black? Paulana, ob die kaltes Bier haben. Checken, ob die kaltes Bier haben. Yes. In den Backseats haben wir Martens und die, die hier hängen, die chillen auch nicht, Biki. Was war eure letzte Discussion jetzt? Froschwolzen aus Tulbach. Nee, was war die Story mit diesem einen Black, wo die Cherries. Ja, die Schlampen aus Tulbach. Ist das so eine Beauty School oder was? Beauty School, ja. So, bitte passt auf, wenn ihr irgendwo in Cape Town mal eine Chick squirt und wenn die sagt, die kommt aus Tulbach. Beauty School dabei. Beauty School. Seid denn mal vorsichtig da, weil die kennen sich alle untereinander und wenn ihr mal da reinstappt und die euch dann hintereinander alle erkennen, ist das nicht so moi. Das ist nicht so nice. Was? Ist das? Ingo, gib mir die Definition von Chies. Deine Definition. Die Minderheit von Willi ist Chies. Die Minderheit. Ja, die Minderheit. Moin, Mann. Ist der Dacherpreis in Cape Town wirklich hochgegangen über die letzten zwei Jahre oder ist er da geblieben? Gott, weißt du, ich würde nicht wissen. Ach, du würdest nicht wissen? Nee. Okay. Ich interessiere mich was nicht. Okay, Sachau ist. Kinderkram. Ist der. So Crack, Pop, ach so, den harten Shandy. Diesen Heavy Shit, da check ich die Preise. Moin. Sachau, ist der Rauchfleischpreis hochgegangen in Kapstadt? Rauchfleischpreis? Ja, der geskyrocketed. Ha? Seitdem dieser deutsche Venison Influx hier war. Ist over. So, okay, wir wollen euch nicht ein Financial Depositing Idea oder wie sagt man das? Wir wollen euch ein Financial Advice geben. Wenn ihr in Rauchfleisch investet in den nächsten zwei Jahren, ist da Chance, dass der Preis wieder hochgeht und ihr das dann verkaufen könnt. So, kauft so viel Tonnen Rauchfleisch wie möglich, weil der Zeug, das geht hoch. Macht euch sicher, dass ihr groß genug einen Freezer habt. Weil das wäre noch als gut, bevor das Zeug rot wird. Ich bin mit einem Busauto, ich bin kein Kassenbauer, das geht nicht auf. Hier geht ein Party Pack. Lucky Packet oder sowas. Lucky Packet, Party Pack. Das konnte ich selber machen. Cheeseburger. Check. Das ist der Automatic Remote Tool, was so macht. Den musst du in der Box nicht drücken. Du musst in der Box drücken, um dieses Ding aufzukriegen. Wir parken jetzt Biggie VIP hier hinten bei der Waterfront. Die Leute kennen nicht jetzt diesen Platz. Keiner kennt diesen Parkplatz. Das ist ein unique Parking Spot. Aber warum sind hier so viele Autos? So dreht man dann und dann. Okay, Dach an uns. Und hier in der Wildnis an der Waterfront hat jemand seinen Ehering verloren. Mein Nintendo DS. Aha. Irgendwie ist das hier runtergefallen. What the fuck? Hier ist ein Toss. Ich halt Ausschau. Oh Gott. What the fuck macht dieser Totzi? Oh je, yeah, ne? Ich hab's gefunden. Oh Gott, check diesen Skeller. Das ist Rotschak. Der checkt schon so wieder. Und der steht jetzt neben mir und der guckt dir zu, wie du mit mir redest. Yes, ja, wer ist da? Wer ist da, Katama? Ah, okay. Ja, wir sind hier bei der Pharmacy, bei der einzigsten Pharmacy in Cape Town, wo man Zigaretten kaufen kann. So, und das möchte ich jetzt gerne dokumentieren, weil das ist History in the Making. Die einzigste Pharmacy in ganz Cape Town, wo man basically Zigaretten in der Bloody Pharmacy kaufen kann. Check den Shandy. Und ich hab euch erzählt von Moje Chicks in Cape Town. Da gehen noch welche, Junge. Dieser Fleck ist voll, Loki. Der ist voll. Okay, wir gehen mal versuchen, die Biggi Hidden Footage zu zeigen. Followt mich. Wir suchen jetzt diese Zigaretten, wo die du gibst. Der einzige. Oh, das ist cool. Ich komm. Sag Bescheid. Alright, wir haben den Black gefunden.
Und doch, check jetzt. Und ich check jetzt hier. Ich hoffe. Ne? Ich habe das nicht Dokument gemacht. Ich muss ehrlich mal wieder so drin. Ich will euch kurz zeigen, wie emotional Van Dorsen wird, wenn der so ein altes Statue ist. Okay, was für eine Emotions kommen gerade bei dir raus? Okay. Das ist so moin! Mach rein, was ist das? Das ist die Shepherdess mit dem Hook und dem Anker. Und Cupid, der mit einem Buch voller Fragen zu ihr kommt und Antworten haben möchte. Okay. Ich wollte jetzt sagen, noch ein Ding. Wir sind jetzt beim Paulana und wir haben was gemerkt. Das ist noch als Biggie Sad, weil wir werden immer älter. Aber es ist heavy, weil guck, die Augis haben schon net Medication auf dem Tisch. Und das geht von hier net noch rückwärts. Vitaminbrause, Nierengürtel. Alles. Wir haben alles. Das ist traurig noch halt. So. Ja, ich hoffe, ihr lässt nicht so einen kleinen Comment da unten, und um uns Biggie zu motivieren, dass wir noch weitermachen und so. Das wäre noch als nice. Ciao, Boggis.